Marie, falls du dies hörst, ich bin auf dem Weg zu Sixon Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Abspielen ist ja das Gleiche, ne? Falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Sixon Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich Tür weiß, zu. Dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, Türmechanismus überprüft. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Ich dachte, Türmechanismus ist überbrückt. Aber nur der da oben, oder was? Der hier. Geh ich halt hier lang. Wir kriegen mal an, das bewegen uns mal da. Ah! Da ist jetzt der Kompass quasi. Aber hier drüben ging, glaube ich, eine Tür auf. Also wir können die hier aufmachen. Geräuschmacher, das lenkt wohl Xeni ab. Aber dafür brauche ich... Nee. Wir machen... Mir ist es lieber, einfach Medikits zu haben. Aber was haben wir? Leuchtfackel... Blendgranate. Diese nicht tödliche Sprengvorrichtung explodiert beim Aufprall. Sie lähmt Menschen in der Umgebung und blendet Menschen und Syntheten, die Explosion sehen. Kann ich. Die Munition kann ich keine machen. Geräuschmacher können wir nicht. Diese subkutane Impfpistole, die ist selten hier. Nach der Aktivierung gibt diese selbstgebaute Vorrichtung einen anhaltenden, schrillen Ton von sich, der viel Aufmerksamkeit erregt. 4 Sekunden nach Platzierung. Kriegt das ohnehin. Locker. Ich habe übrigens überall die Luftreinigungsdings ausgeschalten. Okay. Keine Xeni. Bin entspannt.
Was? Skillchecks! Was Neues? Gut. Ich gehe hier lang gucken. Skillchecks kann sie. Boah, ich habe gerade noch gesagt, die sind selten. Oh, da ist wieder. Oh. Xeni ist dort. Ich habe sie gehört. Geh mal hier durch. Hinten ging's nicht lang. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? It's a me! Mario! Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück! Ich warne Sie! Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott. Legt eine Waffe für uns. Xeni. Aber jetzt bitte nicht, weil ich habe lange nicht gespeichert. Danke. Komm hier nicht raus, oder? Oh. Ich glaube, der ist nicht... Nee. Ich muss auch sagen, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Na toll. Oh! Ich wollte gerade sagen, das war jetzt... Lass mich! Ich klatsche dir eine. Man kann die nicht schlagen. Ich hätte schießen müssen. Lass mich! Kann man die gar nicht töten? Da schieße ich meine ganze Muni umsonst. Nein. Wieso sind die dort rausgekommen? Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Oh nein. Hallo?
Mein Name ist Ripley. Alles nochmal. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Oh, das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Also, dass man so Kackspeicherpunkte hat und freundliches Personal. Dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen anderen sowas von. Vor allem, die waren zwei. Ich war alleine. Wird noch sehr oft passieren. Oh, das ist irgendwie... Meh. Das mag ich nicht. Merk mir doch nicht, wo ich schon war und welche Gänge ich hier wie benutzt habe. Ja, ich bin hier richtig. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Und wo ich überall gelootet habe. Ja, Alien war schon da. Aber Alien hat mich noch nicht umgebracht. Nur diese komischen Crash-Test-Dummies hier. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Gibt es ein Problem? Dich? Nein, kein Problem. Stinkst. Weg. Ja, schwarz mit so, wie so ein bisschen glibberig. Glibberig. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, bei mir knallt es gerade draußen. Aber hier scheint... alles gelesen zu sein. So, dann haben wir hier die Tür überbrückt. Dann sind wir hier hoch. Ja, sie war sehr akrobatisch unterwegs. Habe ich hier nicht erst gespeichert? Naja, was heißt überraschend? Ich meine, irgendwann musste sie ja kommen. Aber in der Situation, ja, kam sie relativ plötzlich vom Himmel herab. Wieder alles looten. Das Problem ist, man wird so ein bisschen unvorsichtig, wenn man alles nochmal machen muss. So, dann sind wir, glaube ich, hier lang. Ich kann in das kleine Ding rein. Interessant. Wer war der Typ welcher? Der Axel? Axel ist tot. Und
die zwei Typen gerade, die Crash-Test-Dummies, das ist das Personal hier. Die mögen nicht, dass ich hier hinten bin. Verliere ich mein Loot eigentlich, wenn ich sterbe? Oh, Skillchecks. Taschenlampenbatterie aufladen. So, jetzt sind wir wieder hier. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Schon. Ich starte mal Discord. Ich zeig's Ihnen nochmal. Müssen wir wieder aufpassen, bevor wir da reingehen. Ach was, ich mach. Das ist Xeni. Jetzt muss ich meine Kamera wieder richtig machen. So, im Spiel möchten wir die nicht sehen. Ich glaube, wenn wir sie im Spiel sehen, ist es ein bisschen zu spät. So. Weiter geht's im Text. Ich lasse mich jetzt mal nicht scannen. Vielleicht kommen die dann nicht raus, weil die nicht alarmiert wurden. Die Waffe kann ich mir vielleicht mitnehmen. Ja, Xeni hat Angst vor mir. Ich muss hier rein, aber ich habe keinen Bock, dass ich jetzt wieder sterbe.
Die Waffe habe ich gerade nur bei den Crash-Test-Dummies genutzt. Bei dem Alien konnte ich nichts machen, weil das Alien kam in einer Cutscene und war dann weg. Da konnte ich es nicht nutzen. Ich weiß gar nicht, hilft es überhaupt was, auf Xeni zu schießen? Ihre Aufzeichnung. Sensible Firmeninformationen wurden automatisch in einer kürzlich von diesem Terminal verschickten Sevastolink-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Sixons von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Sixon Synthetics. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich schon da bin. Lange. Fehler. Apollos Auge. Riggs, arbeiten Sie noch immer bei Sixon Communications? Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Er ist neu und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waits einzuschalten. Dies könnte uns allen schaden, also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras, man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Holden, wohnt im Josiah Six Suitenbereich Suits 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir könnten hier aufräumen. Ransom. Ransom Riggs. Ist nichts. Was? Es hilft dabei, überschüssige Munition loszuwerden und schneller zu sterben. Oh, da oben ist so ein Dulli. Muss ich mich im Schrank verstecken vor denen? Der steht auf. Den habe ich gerade mehr Schiss als vorm Xeni. Möchte nicht nochmal sterben. Hier kann ich mich verstecken. Und dort vorne ist wieder so ein Scanner. Kann ich die hinterrücks ausschalten? Erdrosseln oder so. Nee, nicht runter. Nein, falsch. Es fällt dem doch auf. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, melden Sie sich bitte an uns. Kann ich jetzt hier eigentlich wieder gehen?
Dann muss ich hier noch was machen. Schaffen Sie sich Zugang zum Aufzug? Hier, die Tür muss ich ja aufkriegen. Ich glaube, das ist nicht gut, was ich mache. Der hat mich nicht gesehen, oder? Ich habe doch eine Schlüsselkarte auf jeden Fall mitgenommen. Irgendeine Tür müsste ich ja jetzt aufkriegen. Ah, das ist doch der Aufzug, den ich rufen sollte. Passt ja. Komm schon. Oh nein. Nicht so ein geskriptetes Ding hier. Und ich habe Xeni gehört. Ah, okay. Ich glaube, das haben wir geschafft. Ich hätte jetzt gern einen Speicherpunkt. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Hey, ich muss. Eigentlich muss ich in den großen Raum. Ich geh mal hier gucken. Ja, also Xeni, das ist so wie. Kennst du das Spiel Escape the Ayuwoki? Oder wie das heißt? Das ist ja auch so eine Verarsche eines berühmten Sängers. Und da kommt immer so ein. Es ist so ein Ton, das klingt, als ob der Ton so angekrochen kommt, wie so eine kleine Spinne mit ganz vielen kleinen Beinchen. Und der Ton kommt hier auch, dann ist Xeni in der Nähe. Kennst du nicht? Wie findest du das Spiel bisher? Ich muss sagen, ich finde es so gut, dass ich nicht merke, dass ich schon 3,5 Stunden, oder sagen wir mal 3 Stunden, 15 Minuten das Spiel spiele. Also... Ich bin auch nicht an dem Punkt, es gibt ja so Spiele, da hast du dann irgendwann den Punkt und denkst dir, ich hab keinen Bock mehr. Aber bis jetzt muss ich sagen, finde ich es noch echt gut. Danke, Susi. Für das erneute positive Feedback. Ich will nicht sagen Kompliment, aber das positive Feedback. No access. Es ist grün. Falsche Taste. Ich mach mir... Es ist mir alles egal, aber ich muss mir Medikits machen. Ich finde, wenn man sagt, danke für das Kompliment und der andere meinte es gar nicht als Kompliment, ist das immer so ein bisschen peinlich. Deswegen möchte ich nicht sagen, danke für das Kompliment und am Ende denkt Susi sich, Kompliment. So, weißt du? Oh. Sicherheitszugangsgenerator. Dann müssen wir doch wohl damit was machen.
danke, der Destruktive. Das freut mich auch zu hören. Es ist immer noch mal was anderes. Ohne jetzt... Oh Gott, ich rede mich immer so in den Schwachsinn. Ohne jetzt Susis Kompliment abzuschwächen, aber wenn dann noch mal jemand sagt, der das auch gespielt hat, man stellt sich nicht ganz so blöd an, dann ist das schön. Torrens Ruf. Diane Verlaine hier, Captain der Torrens. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Ober. Das ist schiefgegangen. Von den 3 ist nur einer angekommen. Torrens Schaden. Oh, hier ist eine Antwort. Susi, ich nehme deine Aussage sehr gerne als Kompliment. Ich lese nochmal kurz vor, falls ich das auf YouTube hochladen sollte. Susi hat geschrieben, bisher machst du das spitze. Danke, Susi. Ja, Torrens Schaden. Verlaine hier von der Torrens. Was zur Hölle war das? Hat irgendjemand von ihrem ECA-Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Rauschen. Antwort Torrens Ruf. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Abstand halten? Das gilt auch heute noch.